Martin Walser wurde 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren und studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Regensburg und Tübingen. Nebst Tätigkeiten als Hörfunkjournalist schrieb er schon in den 50er Jahren seine ersten Romane und erhielt bald Einladungen zu zahlreichen Gastprofessuren, vor allem in die USA. Für seine über 40 Romane, Theaterstücke und sonstigen Schriften wurde er unter anderem mit dem Hermann Hesse, dem Gerhard Hauptmann, dem Georg Büchner und dem Schiller-Gedächtnispreis ausgezeichnet. Martin Walser ist verheiratet und hat 4 Töchter. Martin Walser, in einem Interview haben Sie über sich gesagt, ich bin die reine Unsicherheit. Trifft das auch im Augenblick zu? Ja, besonders, würde ich sagen. Ich meine, das ist ein Kindheitsrelikt oder etwas nie Überwundenes, glaube ich, wenn man in seiner Kindheit hat sehr unsicher sein müssen und nachher nie Gelegenheit hatte, sicherer zu werden, dann legt man das halt auch nicht mehr ab. Ich habe mal über die Schriftstellerei gesagt, das sei also ein Entblößungs-Verbergungsvorgang. Das heißt, man muss etwas entblößen, aber man muss auch immer etwas verbergen. Und das Verbergen müssen macht unsicher. Aber ich glaube, das geht doch weit über den Schriftsteller hinaus. Das betrifft eigentlich... Ich hoffe, also ich würde es für mich jetzt so in Anspruch nehmen auch. Ich meine, ich hoffe, dass nichts, was ein Schriftsteller von sich sagt, dass es nur auf ihn zutrifft. Das wäre absurd. Da müsste er es gar nicht sagen. Dieses Offenbarungs- und Verbergungsspiel ist ja auch das Spiel des Personals Ihrer Romane. Das kann man schon so. Ja, natürlich. Und das sind dann, sind das Sie? Das ist die schwierigste und zum Glück nicht die wichtigste Frage überhaupt. Ich sage immer, etwas, was geschehen ist, kann man nicht schreibend wiederholen. Was man schreibt, das sind alles Reaktionen auf etwas, was geschehen ist. Man antwortet auf etwas, was passiert ist, aber man wiederholt es nicht. Also ist man auch nicht der, der da agiert. Das ist ganz sicher. Sie sind, man darf es so sagen, seit den 50er Jahren so etwas wie der Chronist Deutschlands, der Bundesrepublik natürlich, der Entwicklung dieser Gesellschaft. Und Sie beschreiben ganz stark in Ihren Romanen eigentlich gewöhnliche Menschen. Ich meine das nicht im pejorativen Sinn, sondern Angestellte, Menschen in Ehen, Menschen, die eine Dramatik des Alltags erleben und nichts Exzeptionelles, wobei das dann ja immer bei Ihnen auch das Exzeptionelle ist, das Außergewöhnliche. Woher kommt das? Ist das Ihre Welt, Ihre Kinderwelt? Sie haben vorhin darauf hingewiesen, die Sie mitnehmen. Ja, ich meine, ich glaube ja, dass Lesen und Schreiben ist kein großer Unterschied. Der Unterschied ist kleiner, als es die beiden Wörter vermuten lassen. Und ich bin als Leser in die Literatur hinein. Als Kind habe ich viel gelesen. Heute, rückschauend, kann ich sagen, es muss einen Grund gehabt haben, dass ich so viel lesen musste. Etwas in meiner Umgebung war nicht so, wie es hätte sein können oder sollen. Ich brauchte also einen Partner, den ich nicht hatte. Und so habe ich einfach angefangen zu lesen. Und aus demselben Grund, weil etwas nicht so war und so ist, wie es sein soll, schreibt man dann. Ne? Das ist also ein Übergang. Wenn wir bei Ihrer Kindheit bleiben, Sie waren, muss das vielleicht sich ein bisschen vor Augen führen, Sie waren 18-jährig, Ende des Krieges, Sie haben also die Zeit des Faschismus als ganz junger Mensch und dann als adolescenter Mensch miterlebt. Und Sie kommen aus einer ganz katholischen Umgebung, die Sie auch geprägt hat, die ja dann in den Büchern immer wieder vorhanden ist. Was war es denn, was Ihnen fehlte? Ja, damals habe ich es nicht gewusst, oder? Ja, ich habe instinktiv habe ich halt gemerkt, wenn ich lese, lebe ich, nicht?
Sonst habe ich nur immer annäherungsweise gelebt. Also mir, ich hätte auch, ich will es auch nicht sagen, dass es also ein verschuldeter Mangel in meiner Umgebung familiär gewesen sei. Ich glaube, da gibt es eben schlechterdings nur die Bücher für das Kind. Also von meiner Erfahrung aus, ich hätte ja über mein Heranwachsen, über alles, von mir aus vom Beichtstuhl, nicht wahr, bis zu irgendeiner Schulmisere, hätte ich alle meine Probleme ja mit niemandem diskutieren können. Das, gut, bei mir kam dazu, dass mein Vater ist gestorben, als ich noch nicht 11 Jahre alt war, und meine Mutter musste das Geschäft führen und musste die Schulden bezahlen, die mein Vater, der alles andere als ein Geschäftsmann war, aber von seinem Vater aus gezwungen worden war, dieses Geschäft da weiterzuführen. Also das hat dann nur in immer höhere Schulden hineingeführt, und die musste meine Mutter bezahlen und musste also arbeiten und also das Geschäft führen. Und ich habe als Kind an diesen Schwierigkeiten nicht diskutierend teilnehmen können. Meine Mutter hat mich da auch nicht einbezogen, aber ich habe erlebt, das Gesicht meiner Mutter, wenn sie im Kopf gerechnet hat, wem sie was schuldig ist. Dann hat meine Mutter war eine ungeheuer gute, heute wir sagen Mathematikerin, die hat, glaube ich, sehr gut rechnen können, und sie hat dann einen meditativ konzentrierten Gesichtsausdruck bekommen. Und dann habe ich gewusst, dann darf man auch nicht stören. Das sind die wirklichen Sorgen der Familie, die jetzt abgehandelt werden. Und das habe ich mitgekriegt, den Druck auf ihr, den Druck auf der Familie. Das hat auch später mein Verhältnis zum Kapitalismus sozusagen vorweg geprägt, weil ich gesehen habe, dass die Konkurrenzwirtschaft macht Leute, die in dieser Konkurrenzwirtschaft unterlegen sind, macht die... Naja, also wenn nicht kaputt, so beschwert sie sie doch sehr. Und in diesem Druck und in dieser Misere, da bin ich zu den Büchern gekommen. Und die waren von meinem Vater in Kisten noch da. Mein Vater hat eben viel zu viel gelesen, um ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Sie haben ja später in Kisten Ihres Vaters auch Sachen gefunden, die er geschrieben hat, also ja. Schriftstellerische Versuche des Vaters. Ja, mehr, sagen wir mal, also philosophisch-theologische Lebensrettungsprosa war es, was er geschrieben hat, was ich gemerkt habe. Er hat sich auch der Theosophie zugewendet. Das war in den 20er Jahren, war das eine, glaube ich, eine große Moderichtung. Und er war sehr anfällig, glaube ich, für diese, ja, ich weiß nicht, ob man sie eine echte Theologie nennen darf, aber eine beeindruckende Lehre war es für ihn schon. Wie war denn die Einstellung Ihrer Familie damals zu den politischen Verhältnissen unter den Nazis? Mein Vater als Teilnehmer des Ersten Weltkrieges hat, das höre ich noch, diesen Satz, Hitler bedeutet Krieg. Und mein Vater ist nie in die Gaststube gegangen. Wir hatten ja eine Gastwirtschaft, oder? Und wir hatten alle Vereine. Sie hatten eine Gastwirtschaft und einen Kohlenhandel. Kohlenhandel war der Resthandel, der von den vielen Handels meines Großvaters übrig geblieben war. Obst, Holz und so etc. Und wir hatten also den Turnverein, Gesangverein, Musikverein, die haben bei uns geprobt, einen ausgegangen, da waren die Pokale da, da waren die Fahnen da, und wir waren das Lokal dafür, unser Nebenzimmer. Ich bin nie eingeschlafen am Donnerstag ohne den übenden Gesangverein im Ohr und am Freitag ohne den Musikverein im Ohr. Das hat mein frühes Ohr geprägt. Und mein Vater hat zwar sehr gern gesungen und war sehr musikalisch, also wunderbar Klavier gespielt, aber er ist nie in eine politische Versammlung gegangen. Und meine Mutter wollte, dass jetzt kam dieser neue Verein NSDAP im Dorf auf, meine Mutter sofort in die Partei eingetreten, früh. Diese Katholikin ist vor 33 in die Partei eingetreten. Die hat eine Parteinummer unter einer Million gehabt. Also ich glaube so bei 850.000. Also keine Märzgefallene. Nein. Und sie wollte die Parteiversammlungen in die Wirtschaft bekommen. Und natürlich, als dann Hitler am Ruder war, dann kamen diese Leute, die stolz darauf waren, dass sie gottlos waren. Gottlosigkeit war ein großes Thema und Aushängeschild
der Partei. Nicht? Und da hat natürlich meine Mutter gemerkt, dass das nichts für sie ist und hat ihren Mund verschlossen. Nein. Sie ist natürlich jetzt nicht ausgetreten aus der Partei, denn ich habe ja mal, ich habe eines meiner Projekte, heißt der Eintritt meiner Mutter in die Partei. Und wenn es mir gelingen würde, das zu schreiben, dann hätte ich etwas über Deutschland geschrieben, weil ich glaube, dass einfach die Masse der Kleinbürger, die diese Partei unterstützt haben und durch die Hitler und so weiter ans Ruder gekommen ist, das waren wirtschaftliche Gründe, nicht wahr? Das war wirtschaftliche Misere und Hoffnung auf Erlösung aus dieser wirtschaftlichen Misere. Das war das Motiv. Sie sind dem Kleinbürgertum, wenn wir den Begriff jetzt mal so stehen lassen, könnte ja lange diskutieren, was es denn wirklich ist, aber diesem Kleinbürgertum, wie Sie es beschrieben haben, als Herkunft treu geblieben in Ihren Romanen, eigentlich bis zum Letzten. Ja, das ist keine treue Leistung, das ist Selbstverständlichkeit. Ich komme über diese Prägung nicht hinaus. Ich habe keinen Grund dazu. Ich habe mir natürlich inzwischen auch Gedanken gemacht, weil ich bei Kollegen und auch bei Freunden merke ich eine Distanzierung von dem Wort kleinbürgerlich. Das sind Leute, die Hosenträger anhaben, in den Händen schwitzen und immer das Falsche sagen. Nicht? Weil für mich ist der Kleinbürger das ist eine Gesellschaftsschicht, die in den letzten 150 Jahren, zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch sonst in Europa, das meiste geleistet hat, ohne dass diese Schicht je dafür ein der Leistung entsprechendes Selbstbewusstsein erworben hätte. Die es zu was gebracht haben, die verlassen das Kleinbürgertum und werden Großbürger. Nicht wahr? Die sind dann, gehören zur maßgebenden Schicht. Nicht? Ich verkehre ja manchmal in solchen Schichten und ich sehe auch Freunde von mir, und die sozusagen also jetzt vor allem auf ihr Großbürgertum Wert legen, und innerlich drin, also lächle ich dann sozusagen, weil ich das für ein Verlassen der Geschichte halte. Ich bin natürlich als Erzähler, der ich dann geworden bin, bin ich ungeheuer rückwärts gewandt, nicht wahr? Konservativ. So. Ich will ja nichts anderes als die Geschichte des Alltags, die für mich so wichtig ist wie die Geschichte der Schlachten und Staatsuntergänge und Aufgänge, die Geschichte des Alltags aus der Vergangenheit aufleuchten lassen. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man also sich zu den Prägungen von Anfang an auch bekennt. Nach dem Krieg war ja gerade unter deutschen Künstlern, Intellektuellen, Literaten nichts so verpönt wie kleinbürgerlich sein. Und Sie haben eigentlich gesagt, warum. Dieses Kleinbürgertum hat kein Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein entwickelt. Ist nicht gerade dies der Grund dafür gewesen, dass diese Schicht so anfällig war für die totalitäre Versuchung? Ja, gut, ich meine, natürlich, das ist gewissermaßen die deutsche Tragödie, nicht nur dieses Jahrhunderts, aber ganz sicher dieses Jahrhunderts, dass der Versuch katastrophal missglückt ist, sich selber in einer Staatsform auszudrücken. Nicht? Denn alle diese Kleinbürger, die haben, das kann man ja heute kaum mehr sagen, aber die haben es nicht böse gemeint. Das waren nicht Nazis, weil sie böse waren, nicht wahr? Sondern die wurden böse, weil sie Nazis werden mussten, um ihre Hoffnungen zu realisieren. Aber das ist gelaufen, und darüber ist nicht mehr zu sprechen. Das war die Chance. Nun kann man sagen, die Bundesrepublik als Gesellschaft und als Staatsform ist sozusagen der zweite Versuch. Nicht? Also, und der ist, darf ich sagen, den halte ich für geglückt.
Der ist nicht am Ende, aber den halte ich für geglückt. Die wichtigsten Errungenschaften dieser Bundesrepublik, darüber lachen oder lächeln natürlich verschiedene Leute, denen das nicht fein genug und nicht flott genug und nicht schnell genug und nicht absolut genug ist, nicht wahr? Es ist behaftet mit vielen kleinen bürgerlichen Farben und Gerüchen. Aber ich finde, diese Entwicklung kann sich schon eher sehen lassen. Aber Ihr politischer Einstieg in diese Bundesrepublik in den 50er Jahren, dann ganz besonders politisiert auch in den 60er Jahren, war ja auch ein rebellischer, auch gegen die Verhältnisse. Sie haben eine Schrift herausgegeben, Alternative oder brauchen wir eine neue Regierung? Das war das erste Mal, dass intellektuelle Schriftsteller Stellung bezogen für eine Wende, wie man es heute sagen würde, also für die SPD. Es gab dann daraus als Folge eine Wählerinitiative, also Martin Walser war eine treibende Kraft der Veränderungen in der Bundesrepublik. Ja, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich habe mich von Anfang an bis 1961 für Politik nicht interessiert. Das muss ich leider sagen. Also ich habe in dieser Gruppe 47, der Schriftstellergruppe, die sich zweimal im Jahr getroffen hat. Da hat man untertags gelesen, abends saß man zusammen und hat geredet. Da habe ich immer zugehört, wenn die eine Generation älter waren, die haben immer politisch diskutiert, nicht? Anders und Böll und so weiter und Hans-Werner Richter, die haben politisch diskutiert. Und ich habe interessiert zugehört, aber ich habe gedacht, das ist nicht meine Sache. Dann bin ich, wenn ich das also zusammenfasse, im Grunde genommen hat man mir und hat man uns Angst gemacht vor Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß, der übermächtige Bayernlöwe, nicht wahr, mit seiner CSU, mit seiner Absolutheit und mit seiner Bedrohlichkeit, den hat man uns so dargestellt. Ich weiß heute noch nicht, ob zu Recht oder nicht. Auf jeden Fall, wir hatten Angst. Ich habe geschrieben in der Einleitung zu diesem Taschenbuch 1961, die Alternative oder brauchen wir eine neue Regierung. Franz Josef Strauß kann uns vor allem schützen, nur nicht vor sich selber. Er war Verteidigungsminister. Also das war der Grund, es war eine Reaktion auf so eine Figur. Aber dann, 65, im nächsten Wahljahr, habe ich schon nicht mehr bei dieser SPD mitgemacht, weil da waren in der Zwischenzeit dann zum ersten Mal doch etwas passiert. Natürlich, es gab Frankreich und Algier, die Reaktion der französischen Intellektuellen auf den Krieg in Algier sozusagen, nicht wahr? Und die 131 waren das, glaube ich, Intellektuelle, die das unterschrieben hatten. Und es gab in der Welt Vietnam. Und das war für mich dann also weckend. Bevor wir auf Vietnam kommen, noch eine Frage. Sie sagen, ja, da war ich schon nicht mehr dabei. Und Sie sagen, man hat uns diesen Franz Josef Strauß, der auch die atomare Bewaffnung eine Zeit lang hatte, zumindest damit kokettiert wollte, vor dem hat man uns Angst gemacht. Sie sagen aber auch, diese Bundesrepublik ist eigentlich geglückt, dieser zweite Anlauf. Glauben Sie, es wäre gleichermaßen geglückt, wenn es diese intellektuellen, Schriftsteller, engagierten Leute in der Bundesrepublik, zu denen Sie auch gehörten, zeitweise immer mal wieder nicht gegeben hätte? Das kann kein Mensch zum Glück feststellen. Das ist Mutmaßung. Was ist Ihre Mutmaßung? Nein, es gibt Fragen, über die bin ich nicht aufgelegt, eine Mutmaßung zu haben. Zum Beispiel, ob unser Einfluss effektiv war oder nicht. Das kann man nicht sagen. Und da, wenn etwas die reine Spekulation ist, dann sage ich lieber nichts. Ich habe nur gemerkt, 1961, dass von den 16 Intellektuellen, die ich da dazu gebracht habe, für die SPD etwas zu schreiben, waren 14 keine politischen Schriftsteller. Ich auch nicht. Wir haben alle unseren metaphernreichen Schönstil angewendet für ein politisches Jahr, für eine Saison, gutwillig
und hoffnungskräftig, aber wir waren keine politischen Schriftsteller, so wie man vielleicht sagen könnte, Köstler ist ein politischer Schriftsteller und so weiter, nicht? Oder Sartre ist ein politischer Schriftsteller. Und es hat sich geändert, eben, aber durch die Provokation der Zeitgeschichte, das ist das Maßgebende, die Provokation der Zeitgeschichte. Ich hatte in den 50er Jahren keinen Anlass, sozusagen politisch zu werden. Nicht? Aber der Vietnamkrieg und die Unterstützung des Vietnamkriegs durch die deutsche Öffentlichkeit, Politik plus Presse, das hat mir also die Augen geöffnet, und da habe ich mich engagiert und bin sozusagen dann von etwa 63, 64 bis 73 war ich vor allem darauf konzentriert. Sie sagen ja zu dieser Zeit auch, das sei das erste und einzige Mal, als Sie eine Legitimität des Intellektuellen erfahren haben. Ganz einfach, ja, weil ich habe die Zeitungen gelesen, das Fernsehen, Radio, überall war bei uns eine Stimmung für diesen Krieg. Heute weiß man, dass das 2 Millionen Tote gekostet hat, nicht wahr? Damals wurden unglaubliche Deduktionen verbreitet, wie es zu diesem Krieg gekommen ist. Und es wurde immer das Recht des Eingreifens der Amerikaner, der Westlichen. Man hat aus der Niederlage Frankreichs keine Konsequenz gezogen, sondern die Amerikaner mussten da voll rein und wir haben es voll unterstützt. Und ich habe viele französische und amerikanische Zeitungen gelesen und habe gesehen, dass es in diesen Ländern anders dargestellt wurde als bei uns. Und ich habe versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Aufklärung darüber. Und das hat eine gewisse Zeit lang, bin ich mir da nötig vorgekommen. Das stimmt. Sie haben vorhin abgelehnt, diese Spekulation zu machen, ob Sie was genützt haben oder nicht. 68 war ja doch ein Jahr, das man inzwischen feiert, wie eine ganz besondere historische Zäsur mit der Studentenbewegung. Das war auch natürlich etwas, was animiert wurde durch den Vietnamkrieg, durch die Opposition gegen diesen Krieg. Hat 68 diese Studentenrevolte etwas Wesentliches beigetragen zur demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik? Ja, das glaube ich schon. Ich meine, ich habe an der Studentenbewegung teilgenommen, wenn ich eingeladen worden bin von Studenten auf Seiten der Studenten. Sie galten als einer der scharfzüngigsten Redner. Ja, noch, also gut. Auf jeden Fall, ich habe auch dort Vietnam-Reden gehalten, nicht wahr? Und diskutiert. Ich bin allerdings auch von der Studentenbewegung, ich war ja über 30 und trau keinem über 30, hieß es, nicht wahr? Und ich bin auch manchmal in Veranstaltungen einfach genauso behandelt worden wie irgendein Professor im Talar, nicht? Also die haben dann kein Federlesen gemacht. Aber ich finde schon, dass das ein Einschnitt in der öffentlichen Atmosphäre, im politischen Klima, politische Kultur, würde man heute sagen. Es ist was anderes, wie die Leute, die damals revoltiert haben und direktere Demokratie gefordert haben, wie die, als sie selber in die Positionen gekommen waren, ihrerseits mit den Nachdringenden umgegangen sind und immer noch umgehen. Nicht wahr? Die waren unschuldig und schön und zum Teil bewundernswert, bis in die Mitte. Einfach jung, natürlich. Ja, natürlich, der 70er Jahre hinein. Und inzwischen weiß man ja, dass die als Positionsinhaber genauso verderbbar sind wie die Vorgänger, die sie damals angegriffen haben. Man kann ja diese Geschichte der Bundesrepublik, des demokratischen Deutschland, an verschiedenen Einschnitten ablesen. Man kann sagen, man hat die Spiegelaffäre, Strauß, 68, die Friedensbewegung. Kann man ähnlich an der Entwicklung des deutschen Romans in dieser Zeit etwas ablesen? Ich fürchte, nein. Erstens muss man, das ist ja typisch, dass wir dankenswerterweise
benutzen Sie jetzt das Wort Roman oder führen es ein in unser Gespräch. Es ist ja typisch, dass man mit Schriftstellern über Wahljahre 68 und Vietnam und so weiter spricht, aber nicht über Romane. Eben, darum nicht, möchte ja, ich ja, ja das. Und das, der Roman ist natürlich eine Krankengeschichte für sich, nicht wahr? Als ich in dieses Terrain gekommen bin, da waren die einschlägigen Gazetten waren voll von Todesmeldungen. Da hieß es einfach, der Roman ist am Ende, es gibt keinen Roman mehr. Und weil die sogenannte Moderne hat ja eigentlich keinen überzeugenden Roman hervorgebracht. Der Roman war also eigentlich eo ipso etwas Altmodisches. Das, was in der Musik die Zwölftonmusik geworden ist, das, was die gegenstandslose Kunst und darüber hinaus die Antikunst und Minimal Art und alles geworden ist, das alles hat in der Literatur kaum stattgefunden. Es gab so ein bisschen Nouvelle Roman, glaube ich, in Frankreich, nicht wahr? Nathalie Sarraute, Michel Bitor und Alain Robbe-Grillet. Aber es gab nichts Vergleichbares global. Und man hätte eigentlich, wenn man sich hätte modern gerieren wollen, schon damals keinen Roman mehr schreiben dürfen. Das klassische Schlusswort zu dieser Krankengeschichte hat Wolfgang Hildesheimer geschrieben, Mitte der 70er Jahre. Das Zeitalter der Fiktion ist endgültig vorbei. Die Romankonstellationen haben sich erschöpft, Punkt, es ist aus, Punkt. Er war aber immerhin konsequent, er hat dann auch aufgehört, nicht? Ja, aber auch vielleicht hat er das geschrieben, weil er nicht mehr konnte. Okay, ja. Entschuldigung, das ja. gibt es in jedem ja, ja. Fall, das hoch ehrenwert. Ja. Er ist nicht der Einzige. Es haben verschiedene Leute haben den Tod des Romans ausgerufen, zu einer Zeit, da habe ich gedacht, ja wie, jetzt habe ich sozusagen 1000 Jahre lang gelesen und ein Jahrtausend durchgelesen, von Hartmann von der Aue bis Thomas Mann und darüber hinaus, und jetzt will ich schreiben und jetzt sagen die, das sei tot. Ha! Also das muss man sich ja mal vorstellen, wie das wirkt, das denkt keiner von diesen... Warum hat das nicht demotivierend gewirkt? Sie ja, haben ja... Ja, Entschuldigung, weil das Leben lässt sich nicht verbieten durch Klugheit von erschöpften Leuten. Das geht halt nicht so, nicht wahr? Und deswegen, das kommt mir heute noch so vor, also eins, man soll ja nie sagen, dass einem etwas nie passieren würde, aber es ist klar, älter werden kann vorübergehend oder dauernd mit sich bringen, eine Perspektive, eine Sicht, als sei alles zu Ende. Oder weil es mit dir zu Ende ist und das hältst du dann nicht mehr auseinander. Du denkst, nicht mit dir ist es zu Ende, sondern es ist überhaupt zu Ende. Und dann, ich hatte eine Tante, die hat immer gesagt, wenn wir so, wir müssen die ganze Verwandtschaft zusammensammeln, und sie hat ein Tal genannt im Allgäu, da können wir also zugrunde gehen miteinander, nicht? Weil sie am zugrunde gehen war. Und so ist das auch bei den klugen Leuten in der Literatur. Sie haben den Roman. Deswegen sind alle Romanprojekte, die entstanden sind, sozusagen zum Glück lauter individualistische Eigenaufbrüche von Schriftstellern, die sich nicht der Zeitmode unterworfen haben. Aber interessant ist schon vielleicht, von Ihnen eine Antwort zu erhalten darauf, dass Sie sehr engagiert waren in der Vietnamfrage. Sehr engagiert, öffentlich aufgetreten, sich auch sehr ausgesetzt haben. Sie waren verschrien als Superlinker und sogar DKP nahe. Es gab, also Martin Walser war linker als viele. Entschuldigung, das muss ich sagen, weil mir die SPD nicht genügt hat. Ich habe 65 und 69 in den Wahljahren keine SPD-Unterstützung gemacht wie meine Kollegen, weil ich die Aussagen der SPD zu Vietnam, und die habe ich mir geholt bei Willy Brandt, als er in Konstanz 65 eine Rede gehalten hat, bin ich auf der Fähre mit ihm herübergefahren und habe gefragt, wie halten Sie es mit Vietnam? Und Brandt hat mir, ich könnte sie noch genau rezitieren, hat mir eine sehr unbefriedigende Pseudo-Auskunft gegeben. Und die ganze SPD hat sich geduckt in diese Zeitstimmung. Und deswegen habe ich sozusagen auf eigene Faust gehandelt. Und dann habe ich die größte Unterstützung von solchen Sachen wie DFU, ADF, DKP.
von diesen drei Organisationen hat sich dann nur gehalten die DKP. Die haben mir geholfen, meine Vietnam-Veranstaltungen zu machen. Ich habe nie auf diesen Vietnam-Veranstaltungen östliche Quellen zitiert, um den amerikanischen Einsatz zu kritisieren. Ich habe nur amerikanische und französische Quellen zitiert. Verstehen Sie? Ich habe das nie als eine Filiale von Ost-Berlin betrieben. Aber meine Freunde waren in der DKP. Und das ist für die Etikettenwirtschaft im Kulturbetrieb ist das dann der Stempel DKP. Man spürt ja Ihr Engagement damals förmlich noch heute. Und trotzdem haben Sie immer getrennt, das, was Sie schrieben, also außerhalb der Artikel, ja. Ihre Romane, ja. Ihre Prosa, immer getrennt vom Engagement. Hat Peter Weiss beispielsweise nicht gemacht. Die Versuchung war ja groß. Jetzt machen wir mal Theaterstücke, Romane, die engagiert sind. Ja. Wie konnten Sie diese Trennung vollziehen bei so viel Engagement? Ja, gut, das habe nicht ich gemacht, sondern ich habe mal in München, das werde ich nie vergessen, das war für mich, damals war es fast ein Schock, habe ich auch eine Vietnam-Rede gehalten und dann waren Diskussionen, hat eine Frau gesagt, so eine Diskussion, hat gesagt, in ihren Reden sind sie viel fortschrittlicher als in ihren Romanen. Das hatte ich mir nicht klar gemacht, verstehen Sie? Ich dachte, Rede, das hat den und den Zweck. Und Romane, da muss ich aus meiner ganzen Innenwelt und so weiter und so. Und dann habe ich gesagt, also wenn das ein Widerspruch ist, und dann muss ich Sie bitten, also wenn Sie mich kennenlernen wollen, dann muss ich Sie bitten, mich bei meinen Romanen. Dann bin ich eben nicht so fortschrittlich. Gut, das kann sein, nicht? Aber das hat... Es hat in den 70er Jahren dann noch ein Gebiet gegeben, das muss ich schon sagen, wo ich versucht habe. Also das andere war ja sozusagen nur Aufklärungsarbeit. Aber dann habe ich mich noch in einen realpolitischen Vorgang hineingemischt, das Zustandekommen der Schriftstellergewerkschaft. Es gab den Schriftstellerverband, nicht wahr? Und wir wollten ja in die Gewerkschaft. Und daran habe ich mitgewirkt, mitdiskutiert. Ich habe bei der Gründungsversammlung, glaube ich, habe ich damals schon gesagt, als ein Schriftstellerverband allein oder in die Gewerkschaft, das hat keinen Sinn. Wir müssen, ich habe es damals so genannt, eine IG Kultur gründen. Mhm. Kameraleute, Schauspieler, Plakatmaler, alles da hinein, nur dann hat es einen Sinn. Ich habe bis 84 aktiv mitgearbeitet. Ich bin immer noch Gewerkschaftsmitglied, inzwischen längst verstoßen von der Linken, nicht wahr? Aber ich bin, glaube ich, immer noch der Einzige, sagen wir mal, aus meiner Generation, der so, naja, ein paar sind vielleicht noch übrig geblieben. Ich will den Begriff Etikettenwirtschaft der Kultur aufnehmen. Also damals war Ihre Etikette der Linke, der Linke unter den Linken zum Teil. Und heute, seit einiger Zeit, heißt es, ach, der Walser, das ist... Also konservativ ist noch das Gnädigste, Sie sind ein Nationalist und gehören auch schon in den Dunstkreis mitunter, je nach Standort des Kritikers, der neuen Rechten, die sich in Deutschland formiert. Sie haben 1976 einen ersten Text gemacht zur deutschen Wiedervereinigung, aber vor allem Ihre Rede 1988 zu dieser Wiedervereinigung, die hat dann gewaltigen Staub aufgewirbelt, haben gesagt, was kommt da einer daher? Jetzt haben wir uns gerade so schön mit dieser DDR abgefunden. Das war ein Jahr, bevor die Mauer brach. Wie haben Sie, das ja, das ja 88, diese Sache ist ja eigentlich der Punkt, wo man Ihnen eine neue Etikette aufgeklebt hat. Ja, gut, das waren die in den 80er Jahren von Mitte 75 etwa bis in die 80er Jahre hinein habe ich natürlich gemerkt, dass ich mit meinen Freunden und Kollegen immer mehr oder weniger Krach kriege, Spannungen habe, wenn es um diese Grenze geht, um diese deutsche Grenze. Und bei mir hat es aber eine große Rolle gespielt, weil, muss ich etwas objektiv sagen, man hat uns vertröstet und man hat gesagt, das sei ein Provisorium. Diese deutsche Teilung. So wurde es behandelt, ein Provisorium und in der Präambel des Grundgesetzes, erste Pflicht für alle und zweites das wiedervereinigte Deutschland. Und ich habe gemerkt, dass sich eigentlich kein Mensch mehr darum kümmert, auch CDU und Konservative. Ich habe, und für mich war aber, jetzt kommt meine Kindheit,
ich war Leser. Für mich gab es Karl May und Nietzsche in Sachsen, nicht wahr? Und die waren beide für mich sehr wichtig, vom Karl May bis zu Zarathustra. Das waren zwei ungeheuer wichtige Textquellen. Und ich konnte nicht, ich konnte mich nicht daran gewöhnen, dass das Ausland das sein sollte. Darf ich da noch nachhaken? Ja. Es ist doch außergewöhnlich. Das ist jetzt ein intellektueller Vorgang, wenn Sie sagen, von Karl May bis Nietzsche. Erfahrungsvorgang. Okay. Aber eigentlich Ihr Eingebettetsein in die Landschaft des Bodensees. Ja. Sie schauen ja von Ihrem Haus noch auf die Schweiz. Also Sie hätten sich ja rein von der Provinz her wunderbar damit abfinden können. Also das ist ja schon fast mehr schweizerisch, als es irgendwas zu tun hat mit Dresden oder Leipzig. Eine der schlimmsten Polemiken gegen mich nach 88 kam von einem sehr guten Intellektuellen in einer Schweizer Zeitung, aber es ist ein deutscher Intellektueller, der war der Hauptvorwurf, was kümmert der sich um Deutschland? Der soll doch bei seinem Bodensee bleiben, nicht wahr? Und selbst jetzt, wenn mich einer, neulich der Herr Peter Glotz, auch mit der Überschrift der wütige Heimatdichter oder so, nicht? Also die immer wird mir vorgeworfen, du bist vom Bodensee, du gibst auch zu, dass du vom Bodensee bist, du bist sogar gern vom Bodensee und trotzdem dieses Deutschland, ich meine, das ist schwachsinnig, kann ich nur sagen, ist schwachsinnig, weil ich ein Leser war, nicht wahr? Eine Geschichte. Ich habe doch diese deutsche, Entschuldigung, jede Nation in Mitteleuropa hat eben nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Leidensgeschichte. Und auch die Deutschen haben eine Leidensgeschichte. Und ich habe damals gesagt, 76, ich kann nicht diese deutsche Geschichte in einem Katastrophenprodukt enden sehen. Das kann ich nicht. Ich sagte, können Sie anders denken. Ich habe nie von jemandem verlangt, er müsse das so sehen. Ich habe nur meine Unfähigkeit, Schluss zu machen mit der Geschichte in einem Katastrophenprodukt. Und sei es in einem Verschuldeten. Nicht? Das war nicht gängig, gut, ja. Und dadurch bin ich ein Rechter geworden für meine Kollegen. Und sie haben mich also in das rechte Lager spediert. Und da bin ich also sozusagen von denen aus gesehen, bin ich da hängen geblieben. Aber mir hat diese Erfahrung natürlich, mir hat das auch etwas beigebracht. Seitdem mag ich das nicht mehr, diese Einteilungen. Ich möchte also einen Text, den man als rechts oder links einteilen kann, der tut mir leid. Da stimmt etwas nicht. Stellen Sie sich vor, einen Roman, den Sie als rechts oder links lesen müssten. Also ich würde ihn nicht lesen, weil da soll mir was beigebracht werden. Das ist für mich ist das keine Einteilung. Das sind Einteilungen, das sagt so viel, rechts oder links sagt so viel, wenn jemand sagt, Hamburg liegt südlich von Oslo. Naja, bitte, das sagt nichts. Seither sind Sie ja scharf beobachtet von diesen Kritikern, seit 88. Ja. Das hat sich auch gesteigert mit Auseinandersetzungen, die in den Feuilletons jetzt stattfinden in Deutschland über einen Neokonservatismus, zu dem auch andere Figuren der deutschen Literaturszene zählen, wie Botho Strauß zum Beispiel. Und Sie haben eine Rede über freie und unfreie Rede gehalten. Das war für Sie offenbar dringend nötig, dass man so eine Rede hält. Also das ist nicht mehr ganz selbstverständlich, es geht aus dem Titel hervor. Ja gut, aber ich meine, gehalten hätte ich sie auch nicht, wenn ich nicht einen Preis bekommen hätte und da muss man immer eine Rede halten. Also von mir aus hätte ich nicht gesagt, jetzt bitte lasst mich einmal in Heidelberg oder irgendwo eine Rede halten. Nur, wenn du also reden darfst, dann habe ich natürlich über das geredet, was mir im Augenblick am meisten Schmerz bereitet und das ist dieses, wie ich finde, hysterisierte Klima eben dieser sogenannten politischen Korrektheit, nicht wahr? Das sind eben die 68er oder deren Nachfahren, die in einer bewegungslosen Weise eine Macht verbreiten, die sie ausüben, wie sie behaupten, im Namen der Aufklärung, die aber für mich ist nichts anderes
als ein Festhalten an einem Dogmatismus, von dem sie sich nicht lösen können. Und das hat zu tun mit der deutschen Einigung, nicht wahr? Die deutsche Einigung ist nach deren Gefühl und Urteil falsch gelaufen. Ich nenne das falsch eingefädelt. Oder, nicht wahr? Und dann kommen meine Kollegen und sagen, da hätte die Währung nicht gleich umgestellt werden dürfen. Dann sage ich ja, Entschuldigung, wo ist der Wirtschaftler, der das beweisen kann, dass man hätte mit zwei Währungen bei offenen Grenzen weiter wirtschaften können und diesen Bankrott da drüben, der ja nun sich täglich neu offenbart, und diesen Bankrott irgendwie sanieren können? Wie hätte man das machen können? Wer hätte gearbeitet für eine schlechte Währung, wenn er mit dem Omnibus in eine bessere Währung hätte fahren können? Aber nein, sie sagen, das hätte man mit Konföderation und Währungsparallelität und so weiter. Das heißt, das ist nicht so gelaufen, wie die das gern möchten. Und jeder, der das anders sieht, der ist ebenso wie ich dann, der ist ein Rechter und ein, oder vielmehr natürlich Bodo Strauß, der das Gleiche, was ich so konkret einwende, das formulierte Bodo Strauß auf einem höheren philosophischen Niveau. Könnte man auch sagen, etwas dunkler. Sie sind ja doch höher, konkreter, es ist etwas dunkler. Ja, höher. Ein Geraune nennt man es auch manchmal. Ja, das ist böse. Höher ist vielleicht dunkler, das kann ja sein. Sie haben schon recht, ich habe diesen Aufsatz von Bodo Strauß zweimal gelesen und den kann man nicht als Klartext lesen. Aber da, gut, den Namen darf ich ja überhaupt nicht sagen. Das hat Heidegger in seiner Nietzsche-Vorlesung mal gesagt. Erklären heißt ja eine Sache dunkler machen. Weil nicht so klar ist, wie es scheint, verstehen Sie? Also die plane Verständlichkeit ist nicht immer die höchste Tugend, auch nicht eines philosophischen Aufsatzes. Nicht? Also gut, Bodo Strauß wird schrecklicher verunglimpft. An der Behandlung von Bodo Strauß kann man ablesen, was wir für ein Klima in der Bundesrepublik zurzeit haben. Ich darf ein Beispiel zitieren. Letztes Jahr im evangelischen Pressedienst Kirche und Rundfunk war eine Meldung, dass Le Monde und die Zeit haben zwei französische Migrationsforscher und einen deutschen Historiker gebeten, sich über das Thema von Migration, also Asylantenproblematik und all das und Nation, zu unterhalten, und beide Zeitungen haben das Gespräch gedruckt. Le Monde hat es gedruckt, wie ich da in EPD las, unter der Überschrift von der ethnischen Nation zur Bürgernation. In unserer liberalen Zeitung Die Zeit war die Überschrift Blut oder Heimat. Wenn Sie da diesen vorweg mobilisierenden Effekt, Den hat alles, was bei uns zurzeit sich öffentlich in dieser Fragestellung formuliert. Aber würden Sie einräumen, dass es in Deutschland auch schwieriger ist und die Neigung zu vorsichtiger Formulierung auch angelegt ist aus der Geschichte, aus der jüngsten Geschichte? Ja, aber die sind ja gerade unvorsichtig, wenn Sie sagen... Ja, es ist ein Mobilisierungseffekt, ja, dagegen zu mobilisieren. Also gegen die Vorsicht zu mobilisieren. Ja gut, ich meine, ich frage dagegen. Mein Eindruck ist, dass wir in diesem Bereich der Öffentlichkeit, den man öffentliche Meinung nennt, da dressiert man Wörter und dressiert sie so lang, bis man sie als Gesslerhut auf jedem Marktplatz stellen kann und dass alle dann sich beugen müssen davor. Und wenn du es nicht tust, bist du draußen oder wirst du diffamiert oder wird polemisch mit dir umgegangen. Verstehen Sie? Und das haben wir, das im Historikerstreit hieß das Singularität, nicht wahr? Und in diesem Jahr dressieren sie jetzt ein neues Wort, das der 8. Mai, 50 Jahre, wer es nicht als Befreiung erlebt, habe ich gelesen in einer Zeitung, der hat zu dieser Demokratie keinen Zugang.
verstehen Sie, wer das nicht als Befreiung nennt. Ja, ist der Begriff Befreiung, Niederlage, das ist das Gegensatzpaar. Ja. Verstehen Sie, wenn Sie mich als 18-Jähriger, ich bin mit fünf anderen, ich war Gebirgsjäger, wir sind so, wie man das Hochdeutsch nennt, desertiert. Wir sind abgehauen, weil wir die Alpenfestung, hinten von Innsbruck kamen die Franzosen, das Rheintal, das Inntal, und von Rosenheim kamen die Amerikaner. Und wir hätten dazwischen Wörgl verteidigen sollen. Ich war mit einem größten, wahnsinnigen Major, der seine Inkompetenz schon vorher uns bewiesen hatte. Und da sind wir in die Berge abgehauen. Und wir haben uns dann so durchgeschlagen und versucht, nicht in Gefangenschaft zu geraten. Heinrich Böll hat einmal geschrieben, wie er mit dem Fahrrad den Amerikanern entgegengefahren ist. Das verstehe ich, ist wunderbar, in Ordnung. Aber wir, aus irgendeinem Grund, wir wollten nicht ins Gefangenenlager. Verstehen Sie, das Gefangenenlager hätte ich nicht als... Sie haben uns dann doch erwischt und wir waren im Gefangenenlager. Aber als die uns plötzlich im Wald irgendwo gefasst hatten und dann dahin... Da war es nicht eine Befreiung. Da war es nicht eine Befreiung. Das ist natürlich lächerlich, aber ich habe mich... instinktiv sofort nicht mehr rasiert. Ich konnte mich nicht mehr rasieren. Ich habe gedacht, und damals war Bart nicht modern. Die anderen um mich herum, die anderen Lanzergefangenen, die haben mich hygienisch scharf kritisiert, und so weiter nicht. Aber ich habe diese Gefangenschaft als entsetzlich erlebt, obwohl mir niemand was getan hat. Es ist ja auch ein Jahr mit vielen Gedenktagen, das auf Deutschland zukommt oder das Deutschland jetzt erlebt. Und Sie haben geschrieben, Sie würden jedem dieser Gedenktage mit krankem Gemüt entgegensehen. Wie ist das zu verstehen? Ja, weil ich glaube, dass das Gewissen, es geht es ja dann immer um Schuld. Und Deutschland hat diese Schuld. Und ich glaube nicht, dass man die Sprache normieren kann und sagen, das heißt, muss jeder so und so ausdrücken. Nicht? Du musst es, das glaube ich eben, wir sind stolz auf den Pluralismus in unserer öffentlichen Meinung, weil wir viele Kanäle und Sender haben und trotzdem in dieser Hinsicht ist ein Normierungsprozess im Gange und es handelt sich dabei um Gewissensfragen. Und das ist... Für mich ist das also eine Zumutung, dass ich über diese Fragen so denken soll, wie man in dieser Saison zu denken hat. Weil das ist eben Meinungssprache, und von irgendwann ab habe ich als Schriftsteller gemerkt, dass Meinungen der kleinste Teil meines Innenlebens sind. Und das habe ich dann noch so formuliert, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Das ist meine Erfahrung mit der Meinungssprache. Und wo das Gegenteil verschwiegen wird, da ist das eine Teil weniger wahr. Man könnte ja diesen Satz auch als Relativierung von allem verstehen. Wo sind Ihre ganz festen Werten, in denen Sie leben und die für Sie nicht verhandelbar sind, nicht relativierbar sind? Ich muss Sie sehr enttäuschen, weil Werte lassen sich für mich nicht positiv so formulieren. Verstehen Sie? Ein Wert kann sich ergeben aus einem Roman. Aus einem Roman kann sich ergeben, was für mich ein Wert ist. Aber ich bin da zu wenig Moses, als dass ich immer gerade vom Berg komme und dann habe ich 10 Tafeln und da steht es drauf. Ich halte von den Werten, die so formuliert verbreitet werden, der Rest wäre Banalität. Verstehen Sie das? Also gut, ich brauche ein anderes Wort. Wo gibt es für Sie Verbindlichkeiten, mitmenschliche Verbindlichkeiten? Oh ja, ja gut. Ja, es gibt fast nichts als Verbindlichkeiten. Ich bin der verbundenste, verbindlichste Mensch, den ich kenne. Ich gehöre einer Familie an und einem Land an und einem Dialekt an und einem Erdteil an und fühle mich total, ich bin kein freier Mensch, nicht wahr? Das heißt, alle Setzungen und Satzungen, die hier kursieren, sind in irgendeiner Weise alle für mich verbindlich. Ich werde nie den Katholizismus meiner Kindheit abschütteln können. Das kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel niemals glauben, dass ein Pfarrer etwas
Schlechtes tut. Weil ich habe drei Pfarrerbeneficiate in meiner Kindheit erlebt, die ein für alle Male das Pfarrersein für mich geprägt haben. Also, davon komme ich nicht los. Nicht? Also ich bin voller Überverbindlichkeit. Nur, ich kann es nicht als Wertetafeln ausgeben. Das tue ich nicht. Sie haben davon gesprochen auch, dass wir Tabu züchten. Ja. Und dafür den Begriff Aufklärung verwenden. Nun leben wir ja gerade in einer Gesellschaft, die gar keine Tabus mehr kennt, in einer Mediengesellschaft, die die Beliebigkeit zum Maßstab, wenn das überhaupt geht, das ist ja ein Paradox, die Beliebigkeit zum Maßstab gemacht hat. Sie haben auch einmal den Satz formuliert in einem Interview, die Menschheit hat die Pest besiegt. Sie wird wahrscheinlich auch das Fernsehen besiegen. Wir sind jetzt im Fernsehen. Inzwischen haben Sie einen Satz gemacht, der da lautet, Sie seien nicht mehr sicher, dass diese Pest besiegt würde. Also, und damit meinten Sie auch diese Beliebigkeit. Ja gut, das Fernsehen oder diese Informationsgesellschaft ist natürlich eine, ist ja klar, ist auch eine anthropologische Herausforderung oder eine Herausforderung an die menschliche Entwicklung. Das ist doch wohl klar. Jeder, der durch das Fernsehen jetzt als Konsument durchgegangen ist, der weiß das, nicht? Der weiß es, dass man auf der Strecke bleiben kann. Und wenn eine Gesellschaft, eine Menschheit auf der Strecke bleibt als Fernsehkonsument, das hielt ich für eine Gefahr, nicht? Aber es ist nicht so, glaube ich, dass, wenn Sie diesen Zusammenhang gemeint haben, dass wir deshalb enttabuisiert sind, weil wir ein multikulturelles Fernsehen haben, ein pluralistisches Fernsehen und so weiter. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, unsere Tabus, die auch zum Teil im Dienste der Aufklärung entstehen, die, mit denen ich als Schriftsteller zusammenkomme, das sind ja eben solche, die sich um das Gewissen kümmern. Es geht hauptsächlich darum, um das Gewissen. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz vergleichbar ist, ich kann natürlich an keinem Tag die Zeitung aufschlagen, ohne dass mir serviert wird, ein Sprachgebrauch, mein Gewissen betreffend, den ich so nicht akzeptieren kann, wo ich mich wehre. Nicht? Wo ich immer die ganze Geschichte immer wieder ablaufen lasse und nach Möglichkeiten suche, es so zu formulieren, dass ich es ertragen kann, dass die Geschichte gewesen ist. Nicht wahr? Und das in Frage, und da ist die öffentliche Meinung mit ihren Etiketten, die nimmt natürlich dann eben auch Tabucharakter an. Sie haben gesagt, dieser zweite Versuch der deutschen Demokratie ist eigentlich gelungen. Bis jetzt. Bis jetzt gelungen. Und Sie sind in diesem demokratischen Prozess auch alt geworden. Das Altwerden ist ein Abschied nehmen. Wie erleben Sie das? Ist das lernbar als Schriftsteller, der sich mit alten Menschen auch in Romanen befasst? Ja, also da würde ich auf meine Anfangsformulierung zurückfliehen und sagen, dass jetzt sind wir am Hauptentblößungs- und Verbergungspunkt, wo Sie von mir nicht erwarten dürfen, bitte, dass ich mein ganzes Problem formuliere. Ich glaube nicht, dass man es lernen kann, alt zu werden. Also meine Erfahrung ist, dass ich mit 30 auch immer gedacht habe, jetzt bin ich gleich alt. Ich habe nichts anderes getan, als auf den Zeitpunkt, wo es dann sozusagen unabweisbar sein würde. Und ich habe gemerkt, obwohl ich mich mit fast nichts anderem beschäftigt habe, ich bin unvorbereitet. Und ich weiß eigentlich nicht, wie ich es noch besser lernen soll. Sie haben sich schon weiter entblößt einmal. Sie haben gesagt, es ist nicht auszuhalten. Ja. Wie ist dieser Satz zu verstehen?
Ja, es ist, glaube ich, nur durch sich verbergen auszuhalten. Denn es ist nicht auszuhalten im Vergleich mit dem Nicht-Alten, nicht wahr? Also mit dem Jungen. Und gut, ich gebe zu, es gibt einen Punkt, da kann ich unmittelbar, gibt es für mich Begeisterung. Das muss ich sagen. Das ist, wenn ich einem jüngeren Schriftsteller begegne, der etwas schreibt, was ich gerne geschrieben hätte und was ich aber nicht habe schreiben können, also ein Roman. Ich habe das im letzten Jahr erlebt. Ich erlebe es zurzeit. Ich habe gerade eine Thomas Hürlimann-Strecke hinter mir. Und da bin ich dann unmittelbar, da verliert sich das Ältersein. Da also bin ich im Zustand des Glücks, weil ich sehe, da macht jemand etwas, was man hätte natürlich tun müssen, nicht? Aber da ist es getan und es ist wunderbar getan und dann, gut, dann nehme ich daran teil und dann kommt, vielleicht ist das so ein Ersatzglück, ich weiß es nicht, dieses Teilnehmen können an einem jüngeren Kollegen, das hebt mich auf und tut mir also nahezu gut. So ungefähr. Martin Walser, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Tja, danke. Danke ich Ihnen natürlich.